Moinsen Leute, jetzt kommt zu Let's Play Still Life. Und ich denke, wir verlassen jetzt die Polizeistation. Gehen wir mal ins Parkhaus, oder? Gehen wir mal zum Fuddy und lassen dann hier den Miller so komische Telefonate führen, die rein gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Klingt eher, als müsste er sich rechtfertigen vor seiner Freundin. Wahrscheinlich beschwert er, weil er wieder so lange arbeitet. Ab in unseren geilen, komischen Panzer da. Uff, da blinkt wieder was. Von Lombotech. Pets Haus. Daddys Haus. Sieht aus wie eine fucking Kirche mit den Fenstern. Just saying. Nice. Lass mal die Schuhe aus. Oh, geil, Hasenpuschen. Papa? Fuck yeah, ich hab Einhorn pushen. Yo, Fuddy, was geht? Hallo, Papa. Hallo, mein Mäuschen. Willst du nicht doch lieber ein anderes Geschenk? Nein. Na dann, hier, für dich. Das ist eine komische erotische Mucke. So Pseudo-Erotik wie aus irgendeinem Pornofilm. Danke, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich solche Sachen liebe. Und hier ist dein Geschenk. Eine Tüte. Geil. Die sieht ein bisschen aus wie eine Krähe, die Frau. Unsere Vicky. Das ist ein Kettchen. Was ist das denn her? Ich dachte, das hätten wir verloren. Habe ich auf dem Speicher in Opas Truhe gefunden. Nice. Du solltest mal einen Blick reinwerfen, um die eine oder andere Kindheitserinnerung wieder wachzurufen. Mach ich. Danke für das Geschenk. Ich wusste, es würde dir gefallen. Erinnerst du dich noch an seine Geschichten? Wie sollte ich die vergessen können? Am liebsten hörte ich ihn von Paris erzählen. Das war so geheimnisvoll. Aber du wolltest immer von London hören. London ist so geil. War romantischer. Was er mir aber nie erzählen wollte, war, wie er Oma kennengelernt hat. Warum er darüber nicht sprechen wollte? War das keine schöne Erinnerung? Doch, bestimmt. Aber das war ein heikles Thema. Ich glaube, als er seine Oma kennenlernte, hat er eine ihm liebe Person verloren. Und die Erinnerung daran schmerzte ihn. Wo haben die sich eigentlich kennengelernt? Ich glaube, in Prag. Apropos Oma, meinst du, du könntest dieses Jahr mal ihre Weihnachtsplätzchen backen? Das wäre echt schön. Geil. Plätzchen. Geahnt. Ach, das geht doch ganz schnell. Schon gut. Ich backe welche. Blitzkuchen geht schnell. Steht schon. Plätzchen brauchen ewig. Was für ein Zufall. Ich schaue mich da mal auf dem Speicher um. Um in Erinnerungen zu wühlen. Okay, mein Schatz. Und ich wühle später in fucking Plätzchen. So viel ist klar. Was habe ich hier vorne? Erstmal hier umgucken, weil ich neugierig bin. Aber da haben wir diese ominösen Plätzchen-Zutaten. Dass wir hier Milch und Eier schön warm werden lassen, damit auch ordentlich Salmonellen reinkommen. Denn nur mit Salmonellen schmecken die Plätzchen. Ich sehe auf Fotos immer dämlich aus. Kenn ich. Und besonders auf diesem. Ich sehe nicht nur dämlich aus, sondern auch fett. Was daran liegt, dass ich fett bin. Das ist die tragische Wahrheit. Das ist schade. Aber da gibt's nur eine Person, die was ändern kann. Ich. Was hast du dem einen geschenkten Anhänger? Zum Fischen oder so? Den Regenschirm, den brauche ich. Geben sie her. Das wird mir nützlich sein, um auf den Speicher zu kommen. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen wollte ich es haben. Jetzt hätte ich gerne hier die Treppe. Treppe. Was habe ich hier? Moderne ich weiß Kunst. Nicht warum, aber dieses Bild habe ich noch nie gemocht. Das ist ein Teaser. Ups. Teaser ist das. Starte ich an. Will dich fressen, an dir lecken. Boah, geil. Oh, wer kennt's noch? Der Bildschirmschoner. Früher hatte ich auch so ein scheiß Teil, Alter. Ein altes Gemälde meines Großvaters. Das ist so alt? Aus seiner Zeit in Paris, glaube ich. Was? Mackerson, 1927. Alter, Windows 98 oder 95? Kommt das hin? Minesweeper und so ein Shit und diesem krassen Flipper. Ey, Sigi, kennst du bestimmt doch auch noch, oder? Wo sind hier die alten Hasen? Oh Gott, ist das unser Zimmer?
Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Ich befürchte, ja, das ist unser Zimmer. Uff, Alter. Da sind aber ein bisschen rausgewachsen, wa? Ach ja, die Falltür zum Speicher. Ich komme da nicht dran. Man hätte ja nicht so einen hässlichen Kinderhaken nehmen können. Zu öffnen. Ja, du nimmst den Scheißschirm. Oder, ja gut, das andere wäre vielleicht auch ein bisschen kurz gewesen. Aber ich, vielleicht hätte es schon geklappt, wenn sie sich dann auf Zehenspitzen gestellt hätte und dann, naja. Uff, ist das hier düster? Brauchen wir ein Feuerzeug oder so? Siehst du überhaupt was? Oh, da! Es wäre Licht. Flupp. Geil, schon mal vorher hätte jemand gestanden. Ich krieg gerne Herzinfarkte. Was haben wir hier? Ah, shit. Ich muss mir auch mal das hier angucken, ne? Kann ich hier zoomen? Karo, Karo, Herz, Karo, Karo. Oh, shit. Jawoll, ja. Fuck yeah. Fuck yeah, fuck you. Wir haben die Truhe geöffnet. Fühlt sich gut an. Eichenholz. Morsch. Geil. Oh, riecht antik. Prag 1929. Seit dem seltsamen Fall in Paris waren 2 Jahre vergangen. Ich entschied, die Stadt zu verlassen und mich hier an ein ruhigeres Plätzchen zurückzuziehen. Plätzchen ist ein Keks. Meine Leidenschaft für die Detektivarbeit war erneut aufgeflackert und ich gab das wenig lukrative Künstlerdasein auf. Es waren insgesamt 5 Tote und 2 Vermisste zu verzeichnen. Alles Prostituierte. Ich zögerte, den Fall anzunehmen. Überraschenderweise ließ mich der ermittelnde Inspektor Skalnik den Tatort ungestört inspizieren. Boom! Da treten wir jetzt in die Vergangenheit. Die Fußstapfen unseres Großvaters oder erstmal in die der Wasserleiche. Guck mal, die wird genauso zugerichtet. Da waren alles Nutten. Und da kommen wir. Sehr nett von Ihnen, mich einen Blick drauf werfen zu lassen. Mein Name ist Gustav McPherson. Ich bin... Langweilig. Privatdetektiv. Ich bin mit Ihrer Arbeit vertraut, Herr McPherson. Ich wusste gar nicht, dass ich so bekannt bin. Ich Sind habe Sie auch nicht. Ihre Fälle in Paris und London gelesen. Ich bin Inspektor Skalnik von der Prager Polizei. Okay, hau raus. Ist das 5. Opfer? Wahrscheinlich, ja. Ja, offiziell, aber es soll angeblich auch 2 Vermisste geben. Angeblich? Ja. Sie kennen doch diese Frauen. Oft kommen und gehen sie, ohne irgendjemand in Kenntnis zu setzen. Und dann tauchen sie wieder auf, als wären sie nie weg gewesen. Deswegen kümmere ich mich gar nicht erst um Vermisste. Super Einstellung, Digga. Das 5. Opfer ist genauso aufgestützt worden wie unser 5. war. Aha. Sie kümmern sich also erst dann darum, wenn sie in diesem Zustand wieder auftauchen. Korrekt. Aha. Sie wollen anscheinend den edlen Ritter spielen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, kümmern Sie sich lieber wieder um fremdgehende Ehemänner und dergleichen. Hier vergeuden Sie Ihre Zeit. Niemals. Sie haben mich nun erst recht überzeugt, dass ich mich um diesen Fall kümmern sollte. Nein, wirklich, Herr McPherson. Die Sache wird nicht einmal in der Presse erwähnt. Und? Wen interessieren schon tote Prostituierte? Mich. Und selbst wenn darüber berichtet wird, dann nur über den Mörder und die Zahl der Toten, aber nicht über die Opfer selbst. Den Zuhältern sind die Mädchen noch gleichgültiger. Die zwingen sie zu arbeiten, selbst wenn so ein Mörder frei herumläuft. Das interessiert keinen. Ja, dann fang doch mal an, Interesse zu empfinden und kümmere dich um diese Sache, damit das nicht ausartet. Fuck you, hast was damit zu tun? Dürfte ich Ihnen noch ein paar weitere Fragen stellen? Sicher doch. Waren alle Opfer Prostituierte? Ja,
War der Schnitt am Hals die Todesursache? Nein. So ist es. Ja? Okay, doch. Dann war es nicht so für unser Opfer. Es waren also nicht die zahlreichen Stichwunden auf der Brust. Nein. Naja, so ganz sicher sind wir uns da nicht. Hat sie noch andere Wunden am Körper? Ja, Narben an den Vorderarmen und der Täter hat ihr den Bauch aufgeschlitzt. Hm. Aufgeschlitzt? Das war ein Blick auf das Mädel werfen. Zuvor hatte ich so etwas Abartiges gesehen. Vergleichbares schien nur Jack the Ripper in London verübt zu haben. Oh mein Gott. Hat er das mit allen Opfern gemacht? Ja, so wurden alle aufgefunden. Interessant. Bei uns war es nämlich nur das eine. Irgendwelche Organe? Ich bin kein Mediziner, Herr McPherson. Ja, aber du wirst doch sehen, ob da was vorher drin war oder nicht. Organe. Nicht, dass ich wüsste. Wer ist der Gerichtsmediziner? Emil Corona. Er arbeitet in der alten Kapelle. Er ist sehr... Nun, ich will Ihnen nicht die Überraschung nehmen. Und jetzt sind Sie dran. Was hat sich Ihrer Meinung nach zugetragen? Ich glaube, dass Sie bei der Todesursache richtig liegen. Der Tod wurde durch den Schnitt am Hals verursacht. Die Stichwunden in der Brust wurden vorher zugefügt. Dafür sprechen auch die Wunden an den Vorderarmen, die daher rühren, dass das Opfer sich verteidigte. Was mich jedoch stört, ist, dass es am Tatort keine Blutspuren gibt. Das dürfte darauf hinweisen, dass sie anderorts ermordet und dann hierher gebracht wurde. Nun, Herr McPherson, ich möchte zwar nicht unhöflich sein, aber... Ja, ich verstehe, Sie haben zu tun. Tja, dann nochmals danke für dieses kleine Gespräch zwischen Kollegen. War mega informativ, Digga. Ganz meinerseits. Ja, glaubst du. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich von Skalnik nicht mehr viel zu erwarten. Aus irgendeinem Grund testete er mich. Ich war mir nun selbst überlassen. Willst du schauen, ob ich wirklich der Beste bin? Guten Tag, mein Freund. Wie bist denn du? Kasimir Stasek. Er hat mir manch wertvollen Hinweis in den kleineren Fällen gegeben, in denen ich hier recherchierte. Ah. Seien Sie gegrüßt, mein Freund. Ah, Herr Boah, Mensch, Alter, was hast du für Pranken? Wie geht es Ihnen an diesem düsteren Abend? Was heißt dir, wa? Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst? Außer meinem blauen Auge und dem schrecklichen Mord ist alles in Ordnung. Heul, heul. Sie haben wohl nichts Neues für mich, hm? Diesmal habe ich leider nichts für Sie, mein Freund. Alle stehen noch unter dem Schock. Stimmtlich. Es stört Sie doch nicht, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle, oder? Keineswegs. Wie lange geht das schon? Es fing vor etwa 3 Wochen an. Haben Sie bisher denn noch nichts davon gehört? Nein, sonst wäre ich ja eher schon hier. Ich habe an einem Fall außerhalb der Stadt gearbeitet, bis mich jemand bat, zurückzukommen und mich mit diesen schrecklichen Morden zu befassen. Ah, die schöne Ida Skalikova, nicht wahr? Richtig. Sie macht sich Sorgen um ihre Freundin. Ich habe gesagt, dass ich sehen werde, was ich tun kann. Können Sie mir etwas über Ihren neuen Chef sagen? Inspektor Jiri Skalnik? Er wurde mit dem Fall betraut und vorübergehend unserem Distrikt zugeordnet. Mhm. Er hat einen guten Ruf, aber er teilt uns so gut wie nichts mit. Er behält alles für sich. Verdächtig. So. Vertraut er Ihnen nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hält er uns für unfähig. Wahrscheinlich. Vielleicht. Das wäre aber dumm von ihm. Danke für das Kompliment. Kein Problem. Mach ich immer wieder gerne, Dicker. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß. Wey.